Oh, schicken durch auf Massimo! Ist der frei? Geht vorbei! Jawohl, Junge! Jetzt mal gucken. Marco Reus! Hui! Holla die Waldfee, der war sehr, sehr stark getreten. Boah! Der flattert ordentlich, aber Müller war, glaube ich, nicht mehr dran. Ganz knapp am Pfosten vorbei. Ja, aber er wäre vielleicht sogar dran gekommen dann, der Müller. Schü. Aber da war sehr, sehr gut getreten von Reus. Mit seiner klassischen Technik. Brand, Flanke. Oh, junger Vater. Das war eine dicke Möglichkeit für Malen. Das war eine sehr, sehr dicke Möglichkeit für Malen. Brand, flankt und Malen wird komplett alleine gelassen. 8-9 Meter vom Tor, komplett frei. Ein köpfter Ding. Zum Glück. Gut 2 Meter daneben. Ja, Mangala. Kriegt ihn ganz runter auf Sosa. Flanke rein, nein! Ah, schade. War schön gespielt. War sehr, sehr schön gespielt. Runter auf Sosa mit sehr viel Freiraum. Der legt ihn auch schön scharf zurück, flach. Förster Willen, er kriegt ihn auch scharf zurück auf den Meterpunkt, aber ja, ein Ticken zu scharf oder auch vielleicht ein Ticken falsch gelaufen von Förster. Der kriegt da keine Wucht hinter. Der krätscht da eher noch irgendwie an den Ball, als dass er den wirklich voll erwischt. Schade, das war eine schöne Möglichkeit. 36 Minuten gespielt, also bisher vom Spielverlauf meine ich, dass wir es hinbekommen könnten, mit dem 0-0 in die Halbzeit zu laufen und damit nicht unverdient dastehen würden. So, Förster. Endo. Schön durchgehoben. Mangala. Oh, Koulibaly! Kobel! Oh! Das war dann schon nahe an der 100%igen für Koulibaly. Ach, Kerle! Langer Ball auf Mangala, der köpft ihn schön weiter. Koulibaly dann wirklich 11 Meter. Volley, frei vom Tor. Auf Kobel. Der war schon, ja, nicht unplatziert, aber war okay, der Abschluss. Er hätte besser sein können, aber Kobel hält natürlich auch stark. Ach, Koulibaly, den kannst du halt trotzdem reinhauen, ne? So ist halt nicht. Bellingham, Guerrero, Malen, Zeit, Abschluss! 1-0 BVB. Es gibt es doch nicht, Digga. Es gibt es doch nicht, Mann. Wir haben den das komplette Spiel im Griff, Digga. Ich erzähle in der Halbzeit noch, dass Ito ihn die komplette Halbzeit komplett in der Hosentasche hat. Er hat aber zu viel Platz. Da kommen wir nicht mehr rechtzeitig hin und dann trudelt der Ball da irgendwie rein. Schuss so halb. War der abgefälscht von Ito noch? Aber auf jeden Fall gar nicht unbedingt so voll getroffen, den Ball. Aber ist ja scheißegal, Ball ist drin. Ist ja wurscht, Ball ist drin. Und jetzt für Bielefeld 2-0, Alter. Wen will Wolfsburg eigentlich verarschen? So. BVB. Kriegen wir abgefangen. Sehr schön. Karasor. Oh, schicken durch auf Massimo. Ist der frei? Geht vorbei. Jawohl, Junge! Massimo! Massimo! Haha, geil gemacht, Junge! Richtig geil gemacht, Massimo! Und wie er den noch aussteigen lässt, kurz vorm Abschluss. Richtig geil, Junge. Oh, das wird dem Jungen auch so gut tun. Das wird dem Jungen auch so gut tun. Stark abgeholtes Ding. Karasor sieht die Lücke, schiebt ihn durch. Da ist doch noch überhaupt nicht besetzt, ne? Überhaupt nicht. Zack, ein Ding, Hummels zum Kiosk geschickt und 1-1. Geil, Massimo. Gerade er, wie gesagt, gerade er. Freut's mich. Umso mehr bei dem Kollegen. Danke, Jungs. Ich hätte hier wirklich nicht unbedingt damit gerechnet, dass ich hier erst wieder großen Torerfolg feiern können. Deswegen freue ich mich hier umso mehr gerade. Was eine geile Bude, Digga. Kofeld Masterclass. Was eine geile Bude. 2-2 Wolfsburg ist auch schön. Da sind jetzt gleich viele Aktionen gleichzeitig passiert, die schön sind. Nämlich, dass Bielefeld nicht mehr führt. Bleiben am Ball. Doch, macht Druck. Jetzt Akanji. Abschluss! Abgefälscht an die Latte. Heilige Scheiße. Da nimmt sich Akanji mal die Wucht raus. Abgefälscht. Müller ist noch dran, Digga. Müller ist noch dran.
Sensationell pariert von Müller. Müller ist noch dran an dem Ding, an die Latte geklatscht. Und Bellingham kriegt den Nachschuss nicht untergebracht. Oh mein Gott, er kommt! Er kommt! Alexis TBD! Alexis TBD kommt! Ist das cool. Massimo geht runter, hat seine Hütte gemacht, hat seinen Job gemacht. TBD kommt für Massimo. Carrasco muss angeschlagen raus. Warum sollten wir auch irgendwann mal ein Spiel machen, ohne irgendjemanden zu haben, der angeschlagen ist? Ist ja klar. Massimo wird auch beglückwünscht von Mislintat, so muss das. Ist wahrscheinlich auch noch nicht wieder 100% fit Massimo, deswegen geht das in Ordnung. Nartey kommt positionstreu für den angeschlagenen Carrasco. Und Alexis TBD feiert, ja schon recht früh, ne? In der 65., 66. feiert er mit der Nummer 50 sein Debüt für Massimo. Ja, TBD, starker Einsatz. Sehr stark, jetzt Sosa mal. Und Ito läuft mit, Digga. Ito ist so dabei. Langer Ball hoch auf Koulibaly, der ist nicht schlecht, der kommt doch an. Ah! Schade. Schade, kommt nochmal hin, aber Eckball. Eckball, Entlastung, das ist es. Andere Hälfte, wir sind in der Hälfte der Dortmunder, Eckball. Das ist es halt. Entlastung mal. Endlich. Ah! Koulibaly, Anton, irgendwas. Dortmund kriegt es geklärt. Oh, Hilfe. Konter über Reus. Ah, fick mein Leben. Um Himmels Willen. Aber wir haben langsam ein paar Leute zurück. Reus, er kriegt einen durchgesteckt auf Hazard. Der macht's gut. Müller. Reus. Ach, Mann, Digga. Es ist da zum Kotzen. 85. 2-1 Reus. Aus einem Konter nach eigener Ecke. Wir haben das erste Mal seit 15 Minuten, 20 Minuten gefühlt, haben wir wieder eine Entlastung selber. Und aus der eigentlichen Entlastung, der eigenen Ecke, läuft der Konter. Dann läuft Reus da unten ganz alleine mit. Schippt ihn später dann gleich zu Hazard durch, der nicht im Abseits ist. Der lässt dann Anton zum Kiosk gehen. Ja, zählt. Tor zählt. Müller hält noch gut. Werten zur Seite ab, das will er auch mehr machen. Und Reus staubt ab. Eckball, während wir die Schals wieder abfatzen. Boah, der kommt durch. Ito, nein! Da war die Chance für Ito. Der rutscht irgendwie durch. Aber gut, er muss halt einfach wirklich aus Reflex einfach irgendwie schießen. Und dann geht das Ding deutlich drüber. Schade. Man kann natürlich auch nicht davon sprechen, dass es unverdient wäre, ne? So weit will ich gar nicht gehen. Aber ich würde schon sagen, dass sich die Dortmunder glücklich schätzen können damit, dass sie hier doch noch den Sieg gewuppt bekommen haben. Ich glaube, die Dortmunder können sich doch ein bisschen damit glücklich schätzen, dass sie es gewuppt bekommen haben, weil wir waren heute wirklich sehr, sehr gut dabei. Sehr, sehr ordentlich dabei. Schönes Tor von Massimo gemacht. Auch in der ersten Halbzeit war chancenmäßig komplett ausgeglichen. In der zweiten natürlich ein bisschen mehr für Dortmund, noch mehr angerannt, die Kollegen. Ah, tut weh. Das waren gerade, weißt du, hast gefühlt eh schon nie irgendwie groß Entlastung bekommen in der zweiten Halbzeit über weite Strecken. Dann hast du mal eine Entlastung über eine eigene Ecke und aus dem Konter fällt es 2-1. Auch stark gemacht natürlich gerade von Hazard. Da hat er, ich weiß, Massimo hat Hummels so ein bisschen zum Kiosk geschickt. Hazard hat dann den guten Anton ins Kiosk geschickt. Und dann eben der, ja, Abpraller. Einfach das Glück des Tüchtigen dann so ein bisschen. Hat dann diesen zweiten Ball bekommen, den Abstauber. Der trudelt auch mit 0,5 km/h ins Tor. Ah, ist verdammt ärgerlich aus VfB-Sicht. Ist verdammt, verdammt ärgerlich, weil wir waren sehr, sehr gut dabei. Wir waren sehr viel besser dabei, als es, glaube ich, die meisten erwartet hätten. Hätten uns, glaube ich, auch aus unserer Sicht einen Punkt durchaus verdient gehabt mit der Leistung. Natürlich am Ende Spielanteile und so weiter und so fort. Ist das natürlich nicht unverdient für Dortmund. Aber sehr, sehr schade. Auch sehr schön, dass ich sehe die Fans hier gerade noch. Die werden es ja auch hoffentlich jetzt noch mit Applaus und sehr viel positiver Aufmunterung dann wieder verabschieden, die Fans. Weil war ein ordentliches Spiel. 1-1 hätten wir hier wirklich mitnehmen können. Hätte sich, glaube ich, auch kein Dortmunder krass drüber beschweren dürfen. Ja, sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. So muss man wieder sagen, wie, ja, der Klassiker bei solchen Spielen. Sehr teuer verkaufen, aber halt nichts Zählbares mitgenommen.